Dann mach mir zwei Raumschiffe und töte den. Schlachtschiff. Oh. Jemand verletzt. Okay. Dann werde ich mir so einen Kampfmammut holen. Backboard. Ich will nach da drüben und da mir hier so ein kleines Ding. Ach, hier sind Baryonyxe. Das waren eigentlich welche meiner Lieblingsdinosaurier. Weil hier sind hier so Amphibien. Wobei. Nee, das sind nicht alle Amphibien. Das sind andere Echsen. Weil die sind hier. Die sind richtig cool. An Land laufen sie ganz normal. Und im Wasser. Da schlängeln sie sich voran. Moment, ich weiß gar nicht mal, ob man es hier sehen kann. Der geht hier, glaube ich, bald gleich ins Wasser, oder? Nee. Schade, das kann man... Ah, da. Da sieht man. Wie der hier so entlang schlängelt. Das finde ich richtig nice. Ah, Entensteif. Das will ich haben. Raumschiff Entensteif. Komm, wir pwnen dich. Du übergroße Wasserschlange. Zum Auslaufen. Moment, was soll ich eigentlich alles die Inseln auf... Vorsicht, die Inseln... Die Ressourcen der Insel... Nur mal eher sagen, solange die nicht wissen, dass ich da auf der Insel bin, müsste ich da eigentlich keine Probleme mit haben. Ich will kämpfen. Nimm da Stina mit. Wobei Stina, Cole und Belan und den Erzdruiden. Weil die Baryonyxe, die sind. Die kann ich nicht mit den Arbeitern töten. Nein, das geht nicht. Den muss ich mit denen töten. Hier ist der Tempel. Hat er sich schon ganz gänzlich postiert? Nee. Ah ja, der ist schon bald da. Weil der postiert sich dann genau da über dem Tempel. Und da kann ich ja alles sehen. Viele haben die nicht. Ach, das ist eine Kriegerin. Ah. Sonst sind es immer Männer. Wenige Männer in so einem Amazonenvolk. Leider zu wenige Jungs für eine Skatrunde. Hat aber auch gewisse Vorzüge. Solange man auf dem Rücken von dem Vieh bleibt, ist man vor ihm sicher. Also steige ich hier nicht mehr runter. Sollen die anderen doch raufkommen? Solange man auf dem Rücken von dem Vieh bleibt, ist man vor ihm sicher. Das glaube ich dem. Solange man auf dem Rücken von so einem T-Rex ist. Vor allem so ein T-Rex-Titan ist hier. Wahrscheinlich dann richtig hart am Abgehen dann. Pam. Ich würde mal sagen, macht mal alle hier kaputt.
Wunsch. Dahin Wunsch. Und da ist das angebissene Surfbrett, das olle, schimmlige, angefressene Surfbrett. Yo, yo. Hart am Wind. Hart am Wind. Mammut bereit. Auf, auf. Ich bin das doch richtig genial, Eichhörnchen. Mammut bereit. Stampf los. Stampf los. Dann schicken wir da nach den Droiden. Oh, ich kann einen aufstufen. Oh yeah. Dann wird da nach dem... Wenn der Erzdroide dann auf Stufe 4 ist, ein Platz frei. Weil ich glaube mal nicht, dass ich einen Titanen mache. Der Rat der Droiden steht zu. Wobei, so ein Titanen jetzt in der... Jetzt da zu haben, das wäre doch eigentlich richtig Premium. Was für ein Spaß. Aber nach ganz oben kommt Cole. Denn... Der hat hier 5000, aber dafür 80 Schaden mehr als Cole, aber egal. Was für ein Spaß. Da wird Cole 15 Verteidigung. Geht's los? Yo. Ich würde mal sagen, ich baue hier einfach einen Hafen hin. Hier. Nächste Aufgabe. Weil ich hatte hier mal, hab mal so auf der Insel groß was gebaut, aber da sind dann immer die Amazonen gekommen und haben angegriffen. Okay. So, mit dem Hafen müsste ich die Insel dann erobert haben. Was für ein Spaß! Sie dürfen nicht entkommen. Auf dem Weg. Oder? Inseln. 2 von 3. Da lang. Was geht? Dann würde ich hier nochmal zwei Ballistentürme zur Verteidigung hinsetzen wollen. Vielleicht etwas übertrieben, aber... Komm. Ich würde sagen, es muss sein. Oh, jetzt habe ich einen Erzruine aufgestuft, scheiße. Okay, tschüss, Erzruine. Hey, worauf wartet ihr? Ich will kämpfen. Was gibt's? Bin unterwegs. Die Insel, da würde ich auch noch einnehmen. Yo. Yo. Macht euch bereit. Platz da. Das kann hier noch ein bisschen dauern, währenddessen gucke ich hier noch ein bisschen rum. Auf dem Weg. Werd hier mal. Ich gehe vor. Dann mit Stina hingehen, um das Artefakt hier einzusammeln. Jemand und die da nutze ich hier jetzt mal, um ein paar Viecher zu töten. Hoffen wir, dass wir weiter unbemerkt bleiben. Zumindest bis wir genügend Truppen hergebracht haben. Lauf! Tja. Geht los? Platz da! Platz da! Lasst uns kämpfen! So. Wenn die sich ja eigentlich immer darauf konzentrieren, mich da unten anzugreifen, könnte ich theoretisch da hinten so ein kleines Basislager aufbauen. Die Türme stehen einfach hier mal zur Verteidigung, damit der Hafen nicht zerstört wird. Wie ich schon bereits erwähnt habe.
arme Ballistenturm wird wahrscheinlich bald zerstört werden. Wenn ich den nicht eventuell mal später reparieren werde. Ja? Macht euch bereit. Ups. Skype geht zu. Ups, da bin ich, habe ich jetzt aus dem Bildschirm rausgeklickt, ja. Auf Skype. Weil jemand angegangen ist. Ah, es ist schon wieder so eine olle Schildkröte. Hier wird mal so ein Titan produziert. Und... Shit, hier sind keine Steine mehr. Claro! 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 Da sind noch Steine. Und da oben auch noch, aus nur 2000. Ich kann es sehen. Es ist eine Ehre. Ich werde aber wie immer hier angreifen. Da gehe ich dann einfach mit den Helden hin. Geht's los? Triceratops getarnt! Ausgebildet! Ja? Jo! Jo! Wie ihr gehört habt, ist der Triceratops-Titan jetzt fertig. Wir sind unsinkbar. Selbst Gott könnte dieses Schiff nicht versenken. Das hört sich so genial an. Auf geht's! Befehle, los geht's! Ich würde mal sagen, tschüss. Was ist? Ich nehme das in die Hand. Die schicke ich jetzt nach. Weil die schicke ich jetzt nach hier oben. Kann ich helfen? Ja! Hier. Wann geht's los? So. Jetzt kommt hier ein Schlachtschiff und ein Rammschiff. Und noch zwei Drachenboote. Und die werden hier mal auf der See aufräumen. Ich will euch helfen. Wobei ich würde nur sagen, ein Drachenboot. Moment mal, ich kann ja die Speerwerferinnen da draufsetzen. Ich will mir jetzt einen anschauen eigentlich mal. Ah ja, die machen hier Rüstung durchdringen. Und gegen was sind die alles effektiv? Was ist? Ich höre. Ja. Nein, die sind gerade nicht gestorben. Nur damit ich zwei neue Armbrustschützen haben kann. Jungs, mit Kohle in den Kessel!
Zeit zum Auslappen. Kohle in den Kessel. Ambrustschütze, kampfbereit. Jungs! Kämpfen zur Stelle. Geh zur Marine, haben sie gesagt. Komm erst die Länder kennen, haben sie gesagt. Und was habe ich jetzt davon? Armbrustschütze, kampfbereit! Sinkenden Schiff! Klasse! Gut fertiggestellt! Geh zur Marine, haben sie gesagt! Volles Segel! Segel gesetzt! Jawohl! Ei, ei, Sir! Segel gesetzt! Ahoi! Lasst uns plündern! Hey, wo sind die? Oh, jetzt hab ich da das... Ich spüre die Kraft. Unsinkbare Schiff zerstört. Das ist doch nicht so unsinkbar war. Mein Ohr tut weh. Was für ein Spaß! Platz da! Vielleicht hätte ich noch einen Wald ziehen sollen. Oh, das unsinkbare Schiff ist nicht gesunken. Jetzt ist es aber gesunken. Arbeit? Schon unterwegs. Ups, da habe ich mich vertan. Ei. Was geht? So ein kleines bisschen habe ich mich da vertan. Ah ja, das Thema hat gespeichert. Hallo. Ich hab gehört, du willst versenkt werden. Oh ja. Dann geht's hier ab, Alter. Ja, hier gibt's dann Party hard. Mehr Kohle in den Kessel. Ei. Yo. Mehr Kohle in den Kessel. Yo. Nicht mal Gott könnte dieses Schiff versenken. Wie recht er doch hatte. Kann's kaum erwarten. Ich will euch helfen. Mehr Kohle in den Kessel. Zerstört es! Zerstört die Viecher, zerstört die übergroßen Echsen. Puh, und zack und pam und zack und nochmal die Rechte. Gegner greifen nicht immer von ihrer Hauptbasis aus an. Manchmal errichten sie auch Vorposten. Wenn sie solch eine vorgeschobene Basis besiegen, gewinnen sie damit auch die Fläche, auf der der Posten stand, als Bauland. Ach, das wusste ich noch gar nicht. Oh, da ist ein Katamaran. Greift jetzt das schwache Schiff an, oder? Nein, da greift jetzt das schwache Schiff an. Und... Rammen! So, pam! Das ist richtig, das ist bestimmt richtig toll, so ein so der Captain eines Rammschiffs zu sein. Oh, was ist da? Noch ein Katamaran. Vernichtet ihn! Vor allem, es ist eine reine Fernkampfeinheit. Es kann nicht